Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Christian Weiß. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Heutiges Thema ist wieder der Optionshandel und Strategien mit der TWS. Das heißt, wie kann man Optionen mit der Trader Workstation handeln und diese umsetzen? Das schauen wir uns heute an. Ja, wollen wir auch direkt schon starten. Für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, Sie haben also die Möglichkeit, auch jetzt während des Webinars Fragen zu stellen. Das heißt, schreiben Sie einfach im Chat auf der rechten Seite Ihre Frage und ich werde dann versuchen, diese dann auch zu beantworten. Jetzt sehen Sie gerade unsere Homepage und da möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, auf die Webinarreihe, die wir ja jetzt im März starten. Und zwar begleiten wir Sie das ganze Jahr über mit 10 Webinaren. 10 Monate lang dauert diese Webinarreihe und zwar exklusive Top-Referenten aus der Welt der Börse und Börsenpsychologie und Chartanalyse. Also wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich an. Und Sie können sich direkt für die ganze Reihe anmelden oder aber auch für einzelne Webinare. Das sehen Sie hier auch alles nochmal erklärt. Also Sie sehen von Mick Knauf über Mario Lüdemann, Jens Korte, Norman Wels, Dirk Müller, Sandra Navidi und so weiter. Also wir haben da wirklich Top-Referenten und starten damit jetzt im März. Also Ende März ist das erste Webinar. Sie sehen es hier schon. Mit Jens Korte direkt live aus USA am 23. März um 18 Uhr. Thema Amerika im Umbruch. Sicherlich für jeden was Interessantes dabei, egal ob Sie jetzt Optionen, Futures oder was auch immer handeln, Aktien. Wir werden von verschiedenen Blickwinkeln uns ja die Börse mal anschauen, egal ob Amerika oder die Psychologie der Börse oder was auch immer. Schauen Sie mal rein. Sicherlich was sehr, sehr Interessantes für Sie dabei. Dann haben Sie ja schon gesehen, die Webinarreihe zum Thema Futures möchte ich Ihnen auch kurz noch zeigen. Das sehen Sie gerade hier alles über Futures mit dem Daytrader Martin Görsch. Das ist also eine sechsteilige Webinarreihe, wo es also darum geht, was sind überhaupt Futures, auf was muss man achten, ja, was ist wichtig, wie rollt man Futures. Bis hin zuletzt zu Trading-Strategien. Das heißt, ja, wie handelt man am besten Futures, egal ob das jetzt Rohstoff-Futures sind, Aktien-Futures, also komplette Programm zum Thema Futures. Sicherlich eine sehr, sehr interessante Webinarreihe, speziell zum Thema Futures dann. Anmeldung geht wieder hier über die Seite Training und Termine, das kennen Sie ja schon. Zeigt Sie nochmal. Dort können Sie sich einmal für die große Webinarreihe anmelden und einmal hier für die einzelnen Webinare auch, wie Sie es auch schon kennen. Gut, wollen wir starten? Dazu wechsle ich jetzt mal den Bildschirm. Ich gehe zur Trader Workstation, die sollten Sie jetzt hier sehen können. Habe jetzt hier mal Aktientitel erstmal ausgewählt vom Dow Jones. Das ist einfach jetzt mal der amerikanische Markt, weil der jetzt noch geöffnet ist und weil man sich da auch schön die Optionsstrategien anschauen kann. Kurze Frage in die Runde. Wer von Ihnen handelt denn schon Optionen? Bitte mal ja eintippen und nein, wenn Sie noch gar nicht Optionen handeln, wenn das für Sie also wirklich neu ist und zum ersten Mal damit in Berührung kommen. Okay, also es sind schon einige, die Optionen handeln, wenn ich das richtig lese, aber auch ein Teil, der noch gar nicht Optionen handelt. Okay, da haben uns ja schon die Grundlagen letzte Woche angeschaut, das hat mein Bruder dann vorgetragen und heute schauen wir uns also noch spezielle Optionsstrategie-Tools an in der TWS. Ich zeige Ihnen aber auch noch mal ganz kurz als kleinen Rückblick für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind,
wie sie überhaupt eine Option handeln können. Also was müssen sie machen hier in der TWS? Wie geben sie eine Order auf? Und dann schauen wir uns schon die Strategien an. Also zunächst einmal fangen wir mal an mit Aktienoptionen. Das ist jetzt ein bisschen der einfachere Bereich, bevor wir zu den Future-Optionen kommen. Sie geben einfach jetzt das Symbol von der Aktie ein, die Sie handeln möchten. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier MSFT ist dann das Kürzel oder das Symbol für die Microsoft. Und das geben Sie dann hier in so eine leere Spalte ein und klicken dann die Enter-Taste oder Return-Taste. Dann öffnet sich so ein Menü, was Sie jetzt hier sehen. Und dort sehen Sie schon die Microsoft Corporation an der Nasdaq. Und Sie können auswählen, wollen Sie die Aktie handeln? Das ist das, was wir jetzt hier schon sehen im Hintergrund, die Aktienkurse. Oder wollen Sie Optionen handeln, Optionsscheine dazu oder das Ganze als CFD? Wir wollen uns ja mit Optionen jetzt heute beschäftigen, deswegen klicken Sie hier dann auf auf das Wort Option und es öffnet sich ein weiteres Fenster, was Sie jetzt hier sehen. So, dieses Fenster, es kann bei Ihnen jetzt auch ja, grau aussehen oder wie auch immer, die Farben, die können Sie natürlich im Layout ändern. Das ist jetzt hier so in Schwarz eingestellt. Was sehen Sie jetzt hier? Ich nehme dazu jetzt mal hier auch den Zeichenstift, da kann man das ein bisschen besser alles erkennen. Wir sehen also auf der linken Seite die Calls und auf der rechten Seite die Puts. Ja, das ist also hier in der Mitte sozusagen unterteilt. Ja, wir haben hier die Basispreise, also die Strikes sozusagen, auf die sich die Optionen beziehen. Und dann haben wir hier jeweils Geldkurs und Briefkurs. Und zwar einmal für die Puts und einmal für die Calls. Daneben sehen wir jetzt noch die offenen Kontrakte jeweils angegeben und dann zu guter Letzt das Delta hier auf der rechten Seite. Das Ganze können Sie konfigurieren. Ja? Das heißt, Sie können hier in den Einstellungen. Ah, dazu lösche ich jetzt mal die Zeichnung. Kleiner Blick. Sie können in den Einstellungen einmal das Farbschema sich einstellen oder auch das Layout. Sprich, was wollen Sie hier sehen? Brauchen Sie ein Delta? Brauchen Sie die offenen Optionspreise überhaupt oder nicht? Das können Sie hier also entfernen. Oder Sie können auch sagen, okay, ich möchte jetzt aber Gamma, Vega, Theta noch haben als Beispiel. Das können Sie sich hier also alles einblenden. Ich mache jetzt mal das Gamma noch dazu, gehe auf Übernehmen und dann sehen wir auch schon hier das Gamma mit eingeblendet. Nehme ich jetzt wieder raus. Okay. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal die einfachste Ansicht für Optionen, wenn Sie also klassisch jetzt eine Option handeln wollen und Sie wissen schon genau, was Sie machen wollen. Das heißt, Sie wissen, ich möchte jetzt zum Beispiel einen 65er Call, so spricht man das, auf die Microsoft handeln. Dann gehen Sie hier diese Zeile 65, wo der Basispreis notiert. Und dann sehen Sie hier die Optionspreise, sprich hier 34 zu 35. Ganz wichtig ist natürlich noch die Laufzeit. Die sehen wir hier oben in diesen Reitern. Das heißt, da können Sie festlegen, wie lange die Option jetzt laufen soll. Hier läuft sie jetzt bis zum 17. März. Die nächste wäre bis zum 21. April, dann bis zum 19. Mai. Und hier gibt es weitere Daten, die Sie auswählen können. Jetzt gibt es ja nicht nur die monatlichen Optionen,
sondern es gibt auch wöchentliche Optionen. Dazu gehen Sie hier auf den Reiter Mehr, klicken auf den Pfeil und dann sehen Sie hier die auswählbaren Laufzeiten der Optionen. Und ganz unten sehen Sie, hier können Sie noch die wöchentlichen bzw. quartalsweisen Optionen mit aktivieren. Und da sehen Sie schon, dass jetzt hier also in Gelb noch die wöchentlichen Optionen mit angezeigt werden, zum Beispiel jetzt für den 31. März, 7. April und so weiter und so fort, also die dazwischen liegen. Und Sie sehen hier rechts steht immer monatlich. Das sind die klassischen Verfallstage, die monatlich am dritten Freitag verfallen. Jetzt kommt eine Frage, auf was achten Sie beim Kauf einer reinen Call-Option auf eventuell Griechen oder Wohler? Gut, das kommt immer von der Strategie, hängt immer von der Strategie ab. Klassisch Kauf eines Calls, da muss man natürlich bedenken, was ist der Hintergrund oder was ist mein Ziel damit. Wir handeln hauptsächlich Stillhalterposition, das heißt, wir verkaufen Optionen, das heißt, wir verkaufen dann Call-Optionen. Das ist aber jetzt wieder ein anderes Thema. Es gibt natürlich viele, viele Punkte, die man beachten muss. Ein wichtiger ist zum Beispiel auch das Delta. So. Also das zu den Laufzeiten erstmal. Jetzt entscheiden Sie sich beispielsweise für die Weekly Options hier für den 31. März und sagen, okay, ich möchte jetzt hier, wo stehen wir, bei 64 bei der Microsoft und jetzt sagen Sie, okay, Sie können auch hier die Reihenfolge ändern, das heißt praktisch die Basispreise oben. Von oben nach unten sortiert sind. Ja, so sind sie von unten nach oben, so von oben nach unten. Das heißt, Sie sehen hier die Basispreise von 66 bis 62 jetzt hier sortiert. Sie können auch dann bestimmen, wie viel Basispreise Sie sehen wollen. Das ist auf 8 jetzt hier reduziert. Wir können das auf 10 erweitern. Wir können auch sagen, okay, ich möchte jetzt die Basispreise mit der zweifachen Standardabweichung beispielsweise sehen. Dann haben wir hier schon deutlich mehr, wie Sie das sehen. Ja, und gut, wenn Sie jetzt hier einen bestimmten Call meinetwegen handeln wollen, Sie sagen jetzt, okay, ich kaufe jetzt einen 65er Call, dann klicken Sie hier auf den Briefkurs für Kaufen. Ja, der 65er Call, den wir jetzt hier sehen, kostet 68 Cent. Wir klicken da drauf und dann fügen wir diese Zeile hinzu und wir sehen hier steht 65 Call 31. März 2017. Wir können jetzt hier, ja, da kommen wir gleich zu der Order, wir können jetzt hier auch rechtsklicken Kontraktinfos Beschreibung das sieht dann so aus schauen wir uns die linke Seite an dort sehen wir alles Wichtigste zu dieser Option und zwar ist das hier der Kontraktmonat ist März, Verfallsdatum 31. März, letztes Handelsdatum, der Basispreis, Call, US-Dollar, 100 ist der Multiplikator, ja, das heißt, mit einem Kontrakt haben Sie also das Recht, 100 Aktien zu kaufen. Die Börse hier in dem Fall Smart, Trading Klasse, das Symbol hier, wie man das schreibt und so weiter. Ja, die Handelszeiten. Also alles Wichtige zu diesen Optionen. Auf der rechten Seite sind Fundamentaldaten, die wir hier sehen.
Das sind dann natürlich die Fundamentaldaten bezogen auf die Microsoft-Aktie. So. Wollen wir starten, aber jetzt mit dem Strategy Lab? Beziehungsweise vorher zeige ich Ihnen noch, wie Sie die jetzt handeln können, diese Option. Also Sie haben natürlich jetzt hier Bid und Ask und klicken hier auf Kaufen. Ja, und dann kommt hier diese Kauforder. Hier geben Sie die Stückzahl ein. Ja, die Menge der Option. Hier die Gültigkeitsdauer. Ja, also ob Ihre Order jetzt tagesgültig sein soll oder GTC, das ist also Good Till Cancel, wenn Sie jetzt über mehrere Tage die Order laufen lassen wollen und warten, bis sie ausgeführt wird. LMT steht für Limit, MKT für Market. Ja. In der Regel sollten Sie Optionen mit Limit ordern. Und hier geben Sie dann den Preis ein, können sagen, okay, ich möchte zum Midpoint versuchen, die Order auszuführen. Börsenplatz Smart, das macht Sinn hier bei Optionen, weil, wie gesagt, die verschiedensten Börsenplätze, die wir hier sehen, die Gebühren hierfür sind sowieso alles die gleichen und daher macht es keinen Unterschied, wenn wir jetzt zum Beispiel ja, an einem anderen Börsenplatz ausgeführt werden. Smart sucht sich immer den besten Börsenplatz aus mit dem besten Bid- und Ask-Kurs. Das heißt, routet automatisch die Order zu den Börsenplätzen. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte aber auf jeden Fall an der Chicago Board of Option Exchange, an der CBOE, ausgeführt werden, dann können Sie das natürlich hier einstellen. Ansonsten wählen Sie Smart. Ja, und mit übermitteln Sie die Order. Ganz einfach, wie Sie es auch schon kennen. Gut, schauen wir uns jetzt mal an, das Strategy Lab. Ja, wie starten wir das? Dazu gehen wir hier in die Trading Tools und dort sehen wir hier auch das Option Strategy Lab. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, über die Optionsanalyse-Tools hier zu gehen, Optionsanalyse und dann das Option Strategy Lab hier zu starten. So, wie sieht das aus? Ich ziehe das jetzt mal hier hoch. Mach das ein bisschen größer. So ist es leer. Und wir gehen hier links oben auf das Feld Scanner editieren. Und hier in diesem Strategiescanner können wir also den Wert auswählen, den wir handeln wollen. Nehmen wir beispielsweise die Apple-Aktie. So. Und jetzt geben wir eine Prognose ein. Ja, wir haben also eine Erwartung vom Markt, die wir hier eingehen. Und zwar sagen wir zum Beispiel, dass zwischen jetzt und einem spezifischen Datum, jetzt wählen wir beispielsweise mal den ja, 17. März, ja, das ist also der Monatsverfall jetzt hier im März, also etwas mehr als 2 Wochen noch. Das wäre jetzt beispielsweise unsere Prognose, wo wir sagen, wir sind der Meinung, dass der Kurs der Apple-Aktie steigen wird als Beispiel oder er wird sinken oder er wird sich auf eine bestimmte Spanne begrenzen oder er wird mindestens um einen bestimmten Bereich sich verschieben. Wir gehen jetzt mal aus, wie gesagt, die Meinung, die ich jetzt hier oder diese Szenarien, die ich jetzt hier darstelle, sind natürlich keine Empfehlungen, ja, und auch nicht meine persönliche Meinung. Das ist einfach jetzt hier ein Szenario aus Übungszwecken. Ich mache das ja hier auch mit dem Demokonto. Wollen ja jetzt nicht einfach mit Geld zocken hier, sondern wir wollen ja zeigen, was man hier alles vernünftigerweise machen kann.
Also, beispielsweise, ich mache gleich auch nochmal die entgegengesetzte Richtung, damit wir das uns auch anschauen können. Beispielsweise hätten wir also die Meinung, der Kurs der Apple-Aktie wird steigen. Und zwar in diesen 2 Wochen gehen wir davon aus, die Apple-Aktie steigt jetzt beispielsweise lediglich 3%. Ja? So. Das wäre jetzt unser Szenario. Jetzt sage ich, gehe ich auf erledigt. Und dann sehen wir jetzt schon hier oben in dem Bereich werden uns verschiedene Szenarien zur Verfügung gestellt, mit denen wir unsere Erwartung erfüllen können, wenn diese Erwartung eintritt. Zum Beispiel sehen Sie ja zum Beispiel hier oben ein 143er Call. Ja, die Apple steht jetzt bei 139. Wir sind davon ausgegangen, die wird um 3% steigen. Ja, das wäre dann, was wir hier rechts sehen in diesem Kursziel. Das wäre also bis auf, sehen wir hier, ja, die 143. 74, das wäre also unser Kursziel hier, dieser Bereich hier, den wir hier sehen. Okay, das ist das Kursziel. So, kleiner Blick. Nehme eine etwas hellere Farbe, damit wir es besser sehen können dann. So, das ist also unser Kursziel, diese rot gestrichelte Linie. Das Blaue, was wir hier sehen, ja, diese Glocke hier, das ist die Standardabweichung, eine Standardabweichung bezogen jetzt hier auf den Kursverlauf. Okay, das heißt, mit einem Kauf eines Calls, ich klicke da jetzt mal drauf, auf diese Strategie, dann wird uns hier dieser Long Call angezeigt. Ja, Kauf ein Call, 143er Call, März 2017. Delta sehen wir noch von 21 beispielsweise und wir sehen, was der kostet und zwar 53 Cent dementsprechend, also 50 Dollar. So, was können wir noch sehen? Wir schauen uns jetzt einfach mal hier die oberste Zeile nur an. Die oberste Zeile, ja, das ist diese hier, diese oberste Zeile. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Und zwar, was steht hier? Hier steht, der Kurs der Option, Sharpe Ratio und so weiter und so fort. Wichtig ist jetzt hier beispielsweise die maximale Rendite, die ist hier auf unbegrenzt angezeigt. Ja, die Chance, dass wir einen unbegrenzten Gewinn erzielen, der ist bei 0%. Ja, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Apple jetzt auf unendliche Kurse steigt, ist ja bei 0%. Ist ja ganz klar, weil unendlich ist ja keine absolute Zahl, die wir dementsprechend hier berechnen können. Was wir berechnen können, ist unser maximaler Verlust, aber theoretisch, ja, haben wir also eine unbegrenzte Gewinnchance, weil wir haben ja das Recht, die Apple-Aktien für 143 zu kaufen, ja, Long Call. Und wenn die Apple-Aktie jetzt auf 5.000 steigt, dann kaufen wir 100 Aktien für 143 und freuen uns. Was ist aber unser maximaler Verlust? Das sehen wir hier rechts daneben. Das ist natürlich die Prämie, die wir hierfür zahlen. Und das ist jetzt in dem Fall hier 55 Dollar. Ja, Sie müssen die 0,55 mit 100 mal nehmen. Ja, dann kriegen Sie die Prämie, die Sie zahlen müssen. Ja, was Sie das kostet. Genau, und das
Schiebe ich jetzt mal hier kurz rüber noch, damit wir das hier noch lesen können. Verlustwahrscheinlichkeit 45%. Margin wird hier keine fällig, Delta und so weiter. Break-Even 143,55. Das sehen wir also hier in der ersten Zeile alles. Wir können auch sagen, okay, uns reicht, wir kaufen hier direkt am Geld einen 139er Call. Ja, das können wir uns auch hier mal zeigen lassen. Dann ist natürlich der Optionspreis teurer. Das sehen wir hier, der kostet direkt 2 Dollar. Ja, das heißt, hier können wir 200 Dollar dementsprechend verlieren, also Totalverlust für dieses eingesetzte Kapital. Und wir sehen, unser Break-Even ist aber dann schon bei 141,02. Ja, und das sind natürlich die verschiedenen Möglichkeiten. Was können wir noch machen? Hier sind wir jetzt bei so einer Stillhalterposition. Wobei wir die meistens anders halten, aber wie gesagt, das ist jetzt hier ein Handeln, beziehungsweise das ist jetzt ein Beispiel natürlich hier von dem Strategiescanner. Und zwar wäre das jetzt ein 139er Short Put, das heißt, wir verkaufen einen Put. Ja, wir sehen hier rechts das Szenario für so einen Short Put und wir können die Prämie behalten, wenn der Aktienkurs oberhalb von 139 jetzt hier grob notiert und nicht fällt, weil unsere Meinung ist ja, der Aktienkurs steigt. Ja, und sobald der Aktienkurs steigt und oberhalb von 139 notiert, können wir die komplette Prämie, in dem Falle 147 Dollar, behalten. Was wird hier noch gezeigt? Zum Beispiel ein Bull-Put-Spread. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und zwar verkaufen wir, Entschuldigung, wir kaufen hier ein 139er Put und verkaufen ein 144er Put. Ja, das ist Bull-Put-Spread. Bull-Call-Spreads werden hier empfohlen, beispielsweise noch Risk Reversals können wir uns hier anschauen, Butterfly beispielsweise. Und wir sehen zu jeder Strategie, das ist das Schöne dabei, sehen wir auf der rechten Seite hier unser P&L-Szenario, hier vom Butterfly. Ja, das ist das Profit- und Loss-Szenario zum Verfall, ja, wohlgemerkt zum Verfall und per heute. Ja, wenn Sie das sich nochmal anschauen möchten, mach das mal hier jetzt ein bisschen größer. Das wäre das Szenario hier vom Butterfly und die gepunktete Linie ist beim Verfall, also am 17. März, wäre also das optimale Ergebnis, wenn der Kurs hier oben in Höhe der Spitze ist, also bei 144 ungefähr. Ja, das wäre also unser optimales Ergebnis. Was wir hier sehen, die durchgezogene Linie, das ist also das Szenario für heute. Und diese Linie wandert dann quasi nach oben mit dem Zeitwertverfall, das heißt, wird unser Gewinn dann dementsprechend größer, wenn der Kurs sich nicht bewegt und die Vola gleich bleibt. Also das sehen Sie hier an diesem Diagramm nochmal auf der rechten Seite. Hier links können Sie auch nochmal zum Vergleich sehen, hier die verschiedenen Szenarien. Wir haben hier den Butterfly. Wir haben hier nur den einen Call, wir haben hier einen Bull Call Spread und so weiter und so fort. Das sind dann diese Linien, die hier eingezeichnet sind, ja, mit dem P&L Diagramm zum Vergleich.
So, das sind also die verschiedenen Szenarien hier. Sie können das abändern. Ich habe es eben schon gesagt, wenn wir jetzt nicht bullish sind, sondern wir sagen, die wird fallen, ja, die Aktie, dann schauen wir uns das an und dann wird natürlich Kauf eines Puts empfohlen, ja, wie wir hier sehen, ja. Long Put, ja, wir kaufen einen Put. Wir sehen hier rechts wieder das Szenario und unseren Break-Even-Punkt bei 135. 41 hier und unser Szenario ist, die Aktie fällt auf 135,30 beispielsweise. Oder wir verkaufen einen Call, also Short Call. Ja, das ist dann ein Stillhaltergeschäft. Wir behalten die Prämie, wenn die Aktie fällt oder gleich bleibt und unterhalb der 142 beispielsweise notiert. Also diese Art von Stillhalter, Position, die handeln wir hier auch in der Vermögensverwaltung. Unter anderem handelt das auch Jens Raabe, dem einen oder anderen sicherlich bekannt von Optionsstrategien, hauptsächlich Stillhalterposition. Okay, was hat man noch für Möglichkeiten? Ich kann also sagen, der Kurs steigt oder der fällt. Ich kann aber auch sagen, er bleibt innerhalb einer Spanne. Und zwar, jetzt gehen wir mal, ja, bleiben wir mal bei der Monatsoption. Sagen wir, wird innerhalb von 3% steigen und 2% fallen. Ja, in dem Bereich in den nächsten 2 Wochen bleibt die Aktie. Und dann schauen wir uns an, was wird uns jetzt hier empfohlen. Ja, und unter anderem sehen wir hier, wird uns ein Iron Condor beispielsweise empfohlen. Ja. Warum wird uns ein Iron Condor empfohlen? Das sehen wir hier schon in dem P&L-Diagramm. Mal das vielleicht nochmal kurz ein. Ja, also dieser Hut hier sozusagen ist ein Iron Condor. Und unsere Gewinne sind nach oben begrenzt, aber auch die Verluste sind nach unten und nach beiden Seiten hier begrenzt. Ja, das ist die Eigenart vom Iron Condor. Und wir sagen, dass der Kurs möglichst hier in der Mitte bleiben soll. Er soll sich also nicht bewegen. Und dann können wir unsere Prämie hier, die wir dadurch bekommen, behalten. Sie können jetzt auch manuell hier noch eingreifen. Das ist, wenn Sie die Strategie überdenken wollen, beispielsweise sagen, okay, ich wollte ja doch gar nicht einen 130er, ich wollte eigentlich einen 128er hier beispielsweise handeln und verändern hier halt noch dementsprechend die Basispreise. Das geht. Ja, dann ist das natürlich ein anderes Szenario, aber diese Möglichkeit haben Sie hier manuell einzugreifen. Sie können auch sagen, okay, den letzten lasse ich weg, ja, den will ich gar nicht kaufen und so weiter und so fort. Dann haben Sie hier natürlich eine ganz andere Strategie. Das ist also möglich. Wenn Sie sagen, okay, so ein Iron Condor, den möchte ich handeln, dann würden Sie hier sagen, auf Order übermitteln, ja, und dann handeln Sie den kompletten Iron Condor mit einer Order. Guck mal, ob ich ein Beispiel da habe. Iron Condor, das heißt, wie sieht der Ganze aus? Ja, der besteht. Hier ist das Beispiel jetzt auf Bayer. Der besteht im Grunde genommen aus einem Bear Call Spread und aus einem Bull Put Spread. Ja, wir verkaufen hier einen Call und
Wir verkaufen hier einen Call und kaufen einen Call darüber und wir verkaufen einen Put und kaufen zur Absicherung einen Put unten drunter. Ja, das Ganze ist nichts anderes als ein Bull-Put-Spread und ein Bear-Call-Spread. Ja, und alles zusammen hier gibt dann den Iron Condor. Ja, hier ist es nochmal gezeigt. Das ist ein Bear Call Spread. Das ist ein Bull Put Spread. Beides zusammen ergibt hier so ein Hütchen hier ein bisschen enger, aber beides zusammen ergibt diesen Iron Condor. Und was sieht man, wenn sich jetzt zum Beispiel der Basiswert bewegt nach oben oder nach unten? Ja, je nachdem, wo es hingeht. Das sieht man in diesem Diagramm sehr schön. Bleibt der Preis ungefähr hier in der Mitte, dann machen wir mit den Spreads hier einen Gewinn, mit dem Bear Call Spread einen Gewinn, wir machen mit dem Bull Put Spread einen Gewinn, ja, und machen einen Gesamtgewinn. Steigt er hier 10%, das ist natürlich schon relativ weit, ja, machen wir hier mit dem Bear Call Spread einen großen Verlust, machen aber einen Gewinn mit dem Bull Put Spread, ja, der bleibt gleich und jeweils ist hier der Gewinn und der Verlust ist gedeckelt, das heißt, unser maximaler Verlust ist hier auch gedeckelt nach oben hin und genauso auch nach unten hin. Ja, das heißt, wenn wir aus diesem Bereich rauskommen mit dem Preis, ja, nach da oder nach da dementsprechend, ist unser Verlust praktisch begrenzt. Das ist der Vorteil beim Iron Condor. Ja, wie kann man sich den Iron Condor noch anschauen? Ja, man kann auch sagen, das ist einfach ein Long Strangle, ja, also ein Strangle auf der einen Seite und ein Short Strangle auf der anderen Seite. Ja, und beide Strangles zusammen ergeben auch wieder ein Iron Condor. Also je nachdem, wie Sie es sehen wollen, ein Iron Condor kann man also verschiedenartig basteln. Strangle. Kennen Sie ja vielleicht noch, vielleicht eine kurze Wiederholung, ist ja nichts anderes als Folgendes. Sie verkaufen hier einen Call, also hier ist der Aktienkurs und Sie verkaufen hier unten einen Put. Ja, dann haben Sie einen Strangle, einen Short Strangle, ja, und ein Long Strangle ist das hier. Ja, also Sie kaufen einen Put und Sie kaufen einen Call, das ist der Long Strangle hier und das hier ist der Short Strangle. Und beides zusammen, Bear Call Spread und Bull Put Spread, ergibt den Iron Condor. Okay. Jetzt schaue ich gerade mal, hier sind ein, zwei Fragen noch dazu. Wie bekomme ich den idealen Mid-Price für die Order? Ja, das können wir uns auch mal anzeigen. Dazu gehen wir jetzt hier nochmal auf eine andere Strategie, und zwar auf die wir eben hatten. Und sagen wir mal, wir handeln hier ein Short Put als Beispiel. Da sehen wir natürlich, da sehen wir jetzt hier einen Preis von 80 zu 82. Dann ist natürlich relativ einfach, dass der Mitpreis bei 81 liegt. Wenn wir jetzt hier so ein Spread handeln, da sind dann Geld und Briefpost schon ein bisschen weiter auseinander, ja, 34 zu 38. Ich würde immer versuchen, mich am Mitpreis zu orientieren und da müssen Sie mal schauen, ob die Order ausgeführt wird.
Ansonsten müssen Sie sich natürlich jetzt beim Kauf hier nach rechts bewegen, also Richtung Briefkurs. Ja, aber ich würde am Mitpreis anfangen, weil Sie wollen ja nicht mehr bezahlen, als Sie müssen. Vielleicht werden Sie schon zum Mitpreis ausgeführt oder etwas neben dem Mitpreis. Aber gut, jetzt hier in dem Fall wäre der Mitpreis 36, dann können Sie natürlich auch 37 eingeben und sollten dann ausgeführt werden. Jetzt kommt eine Frage, wann ist denn ein Iron Condor überhaupt sinnvoll? Ich habe mehrfach die Behauptung gehört, ein Butterfly wäre dem Condor immer vorzuziehen, weil die Preisprämie von Optionen am Geld überproportional hoch wäre. Ja, es kommt immer darauf an, was jetzt das Szenario ist. Grundsätzlich mit Butterfly haben Sie da schon mehr Möglichkeiten, sind da etwas flexibler oder Sie können halt dann Butterfly nur mit Putz zum Beispiel machen oder nur mit Calls, je nachdem. Meistens wird er nur mit Putz gemacht. Es gibt auch einen sogenannten Iron Butterfly, der dann aus, oder ein Iron Fly, der aus Putz und Calls besteht. Das kommt immer auf die Strategie an. Also generell kann man das nicht sagen. Mit Butterfly sind sie aber flexibler auf jeden Fall. Und gerade so ein Butterflies, da machen die Kollegen von Optionsuniversum sehr gute Webinare, wenn Sie da mal Interesse haben, kann man sehr viel mehr erfahren. Noch das letzte Szenario, man kann auch sagen, die Aktie oder der Kurs wird sich mindestens verschieben um so und so viel Prozent. Ja, und man schaut sich an, was wird da für eine Strategie hier empfohlen. Ja, da sieht man hier auch wieder die Ergebnisse. Was man auch sagen kann, nicht der Kurs bewegt sich, sondern die Vola bewegt sich. Ja, ich gehe davon aus, die Vola wird steigen. Das macht häufig Sinn vor den Earnings zum Beispiel, also vor den Quartalsberichten. Wenn man davon ausgeht, dass eine Überraschung im Markt ist und der Preis sich stark bewegen wird, entweder nach oben oder nach unten, dann kann man sagen, okay, der Preis, gehen wir jetzt mal hier in die Weeklies, gucken wir mal, ob bis morgen, wenn wir sagen, bis morgen steigt die Apple-Aktie um 5%, ob wir da ein Ergebnis haben. Ja, also in der Regel wird ja auch ein Straddle empfohlen. Hier ist ein ganz enger Strangle, ist fast das gleiche. Also wir kaufen hier beispielsweise einen Put und einen Call. Wir kaufen einen 139er Put und kaufen einen 140er Call. Und das wäre eine Strategie, wenn wir auf eine ansteigende Vola setzen und ist hier egal, ob der Aktienkurs stark fällt oder stark steigt. Ja, also was wir hier sehen, bedeutet Folgendes. Ja, wir sind ja aktuell hier ungefähr mit dem Preis. Und wenn es eine starke Bewegung gibt, das heißt, der Preis geht hier irgendwo, ja, bis 142 oder fällt bis 137, dann sehen wir schon, dass wir hier ja, über 100 Dollar dann Gewinn machen beispielsweise. Ja, also je stärker die Bewegung, desto höher ist unser Gewinn. Ja, entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Ja, das sehen wir ja hier. Profit und Loss. Ja, je stärker die Bewegung ist. Kommt keine Bewegung zustande, ja, dann bleiben wir hier irgendwo in dem Bereich. Dann machen wir einen kleinen Verlust bezogen auf die Prämie, die wir da zahlen. Kann also ein Totalverlust sein in Höhe der Prämie. Oder wir können unseren Verlust etwas minimieren, wenn es nur eine geringe Bewegung gibt. Aber unser Ziel ist ja, dass es eine möglichst große Bewegung gibt hier irgendwo in diesem Bereich. Und dann können wir mit so einem Long Strangle oder auch Straddle natürlich profitieren. Zeige Ihnen ganz kurz nochmal die Vola-bezogene Strategie.
habe da auch eine Folie noch. Ah, Moment, jetzt muss ich von den Folien hier mal ein bisschen springen. Kleiner Blick mal eben. Dass wir uns das auch mal anschauen können. So. Ja, volatilitätsbezogene Optionsstrategien. Zum Beispiel der Long Straddle. Ja, gleichzeitiger Kauf eines Call und eines Put mit gleichem Ausübungspreis und gleichem Verfalldatum. Das wäre also der Straddle. Und ja, hier wäre ein Motiv. Ja, wir setzen also auf den Ausbruch. Gucken wir uns das an. Wie sieht der aus? So sieht der Long Straddle aus. Wir sehen also schon ähnlich wie der Strangle, den wir da gesehen haben, wo beide Kurse fast am Geld waren. Long Straddle, wir kaufen also einen Call, das ist der sogenannte Long Call hier. Und wir kaufen einen Put, Long Put. Ja, beide zum gleichen Strike. Und beides zusammen ergibt so einen Long Straddle. Schauen wir uns noch kurz die Griechen mal an dazu. Ja, das ist also mal ganz wichtig, wenn Sie also sich mal anschauen, was passiert und was bedeuten denn eigentlich diese Griechen beim Long Call, ja, da sollte also der Kurs, also das Delta steigen. Wenn der Kurs steigt, ist das gut für uns. Wenn die Vola ansteigt, ist das gut für einen Long Call oder ist das schlecht? Wenn die Vola ansteigt und ich habe einen Long Call, ist das gut oder ist das schlecht? Schreiben Sie einfach mal rein. Gut, schlecht. Die Vola steigt an und ich besitze einen Long Call. Was passiert mit dem Preis des Calls? So, ich habe beides hier. Einige schreiben gut, andere schreiben schlecht. Ist natürlich gut, ja, wenn die Vola ansteigt, weil dann der Preis steigt, ja, und ich kann meinen Call teurer verkaufen. Der Zeitwert, Theta. Gut oder schlecht für einen Long Call? Für den Käufer des Calls. Gut oder schlecht? Theta. Ja, Zeitwert immer schlecht für den Käufer, weil Zeitwertverfall wirkt natürlich gegen den Käufer eines Calls oder eines Puts auch. Long Put, ja, der Kurs muss fallen. Anstieg der Vola ist wieder gut bei einer Long-Position, egal ob Call oder Put. Und der Zeitwert ist negativ. So, wie ist es beim Short-Call? Ja, wir verkaufen einen Call. Da sollte der Kurs ja gleich bleiben oder etwas fallen. Wie ist es beim Short-Call, wenn die Vola sich bewegt? Ist schlecht, ja, wir wollen die Vola soll abnehmen, wenn wir Verkäufer, wenn wir Stillhalter sind. Zeitwert ist dabei aber positiv für uns. Das gleiche beim Short Put jetzt nochmal. Kurs, Vola Anstieg ist schlecht, die Vola sollte also zurückgehen. Und der Zeitwert ist positiv. So, wie ist es jetzt beim Long Straddle? Ja, wir haben ja gesehen, aus was besteht der Straddle. Der Straddle besteht also aus einem Long Call und einem Long Put. Ja, und hier haben Sie schon das Ergebnis. Das heißt, Long Call
Kurs muss steigen, Long Put, Kurs muss fallen. Vola soll bei beiden steigen, Entschuldigung, ja genau, die Vola, das Vega soll bei beiden steigen. Zeitwert ist schlecht beim Long Call und beim Long Put. Wenn wir beides zusammennehmen, ist uns die Richtung egal, ob es steigt oder ob es fällt. Ja, das ist egal. Wir sind also hier neutral aufgestellt. Der Vola-Anstieg, wir profitieren doppelt vom Vola-Anstieg. Ja, beim Call und beim Put. Und der Zeitwert ist doppelt negativ sozusagen. Also, was muss passieren beim Straddle? Was ist die Idee? Es muss ein Vola-Anstieg geben und der muss sehr, sehr schnell kommen. Der darf nicht erst in 3 Wochen kommen, ja, weil wir dann durch den Zeitwert alles wieder verloren haben, sondern wir müssen einen schnellen Vola-Anstieg haben, am besten am nächsten Tag. Und dann ist so ein Long Straddle die richtige Strategie. Das nur nochmal, damit Sie sehen, wie setzt sich ein Straddle zusammen. Also Sie können das wirklich runterbrechen auf die Einzelkomponenten. Es besteht aus dem Long Call und aus dem Long Put. Ja, und wenn man beides zusammennimmt als Summe hier, dann sieht man, was die Griechen auch ausmachen und was das dann für unsere Strategie bedeutet. So, ich gucke mir auch nochmal die Fragen an, zeige Ihnen aber jetzt nochmal hier das nächste Trading-Tool oder Analyse-Tool. Und das ist das Probability Lab, möchte ich noch zu guter Letzt zeigen. Haben jetzt schon fast 19 Uhr, aber nur, dass wir es auch mal gesehen haben. Das ist, wie gesagt, auch etwas komplizierter, aber Sie können damit wie folgt arbeiten. Ich gehe jetzt auch mal rein und gehe noch mal in die Apple-Aktie. So. Und hier sehen wir also die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit und dann kann ich mal mit meinen eigenen Ideen das Ganze anpassen. Wenn ich also sage, hier die Apple-Aktie, die wird steigen. Ich kann jetzt hier das Datum wieder auswählen, ja, bis wann ich hier das Ganze mir anschauen lassen möchte. Dann nehmen wir wieder den 17. März und ich sage jetzt einfach, ja, also hier wird der Kurs schon in diese Richtung gehen. Ja, das heißt, wir werden steigen. Dann sehen Sie, wie sich hier das Ganze anpasst und wie sich die Wahrscheinlichkeit hier auch verändert. Ja, das sehen wir hier unten. Das ist die Wahrscheinlichkeit hier in Rot. In Prozent, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Option in dem Falle hier nicht ins Geld läuft, ja, das können wir uns hier anschauen. Wenn ich sage, okay, Strategie erstellen für so etwas, dann haben wir hier auch wieder wie unseren Strategy Scanner, der uns sagt, okay, handel bitte die und die Strategie und zwar ein 140er Call und dreimal 145er Call. Ja, wir kaufen also einmal 140er, verkaufen dreimal ein 145er Call. Ja, und das wäre die Strategie bezogen auf unsere angepasste Wahrscheinlichkeit des Marktes, wo ich sage, so und so wird sich der Markt entwickeln. Ja, das können wir uns hier also editieren, nur dass Sie es nochmal grob gesehen haben. Zeige jetzt nochmal hier den Option Trader. Kommt nämlich eine Frage, können Sie das mit dem Delta nochmal erklären? Nehmen wir hier den 17. März. Wir sehen ja hier ein Delta und die Optionen am Geld,
direkt. Das sind diese hier. Ja, also 139, 140 haben in der Regel ein 50er Delta. Das sehen wir hier auch 56 und 47er Delta. Und je weiter wir wegkommen, desto geringer wird das Delta. Was bedeutet das jetzt? Ja, im Grunde genommen, ich wechsle nochmal hier die Richtung, ich mache das immer andersrum. Wir sehen also jetzt hier ist 140, 139, das ist also der aktuelle Aktienkurs. Hier ist also der aktuelle Aktienkurs ungefähr. Ja, wir sind bei 139,50, also genau in der Mitte. Und das Delta hier ist um die 50. Und wenn wir beispielsweise sagen, okay, wir handeln eine Stillhalterposition, dann würden wir zum Beispiel hier so ein 12er Delta verkaufen. Hier in dem Falle würden wir dann um die 27 Dollar bekommen für die nächsten 15 Tage. Ja, wenn der Aktienkurs nicht höher als diese 145 steigt, jetzt grob gesehen, kann man das so sagen. Delta heißt, das ist die, oder kann man auch so übersetzen mit die prozentuelle Wahrscheinlichkeit, dass die Option ins Geld geht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit bei 12% nur. Ja, je geringer die Wahrscheinlichkeit, hier zum Beispiel 5%, ja, desto geringer ist natürlich auch nur die Prämie. Hier würde man nur 10 Dollar Prämie gutgeschrieben bekommen. Das vielleicht nochmal zum Delta, da, wo Sie das ablesen können anhand der Kursdaten. Okay, eben war noch eine Frage, warum wird hier kein Short Strangle vorgeschlagen? Okay, es werden ja nicht alle Strategien, die es gibt, vorgeschlagen. Es werden eine Auswahl von Strategien vorgeschlagen, bezogen auf Ihre ja, angenommene Prognose. Jetzt kommt noch eine Frage, wie halten Sie die Option, war eben eine Frage. Ja, was heißt, wie halten Sie die Option? Das können Sie vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern. Ach so. Gedeckte Calls oder Naked Calls oder Puts. Ja, also wenn Sie jetzt lediglich hier einen Call nackt verkaufen, ja, sozusagen, ja, dann zeige Ihnen das jetzt mal hier am Strategy Builder. Ja, das ist der hier. Sie gehen jetzt her und sagen, okay, ich verkaufe jetzt hier so einen 12er Call beispielsweise. Ja, das ist ja der Strategy Builder. Und Sie wollen aber als Absicherung, ja, darüber noch beispielsweise ein 147er Call kaufen. Ja, dann haben Sie ein Bear Call Spread hier in dem Falle. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, sich anzuschauen. Also jetzt sehen Sie hier, Sie haben ein Credit Spread. Credit Spread, Sie bekommen ja Geld. Warum bekommen Sie Geld? Ganz einfach, weil Sie eine Prämie bekommen, und zwar Sie bekommen ja den, ich habe jetzt hier den 145er und den 147er genommen, Sie bekommen rund 28 Dollar und Sie zahlen 15. Mach das mal so hier. Sie zahlen 15, bekommen 28 ungefähr. Und jetzt sehen Sie hier, die Differenz ist 13. Ja, also Midpoint ist 14. Jetzt steht hier ein Minus drin. Ja, minus 0,14. Diesen Spread, ja, diesen Bear Call Spread,
den müssten Sie kaufen und Sie bekommen dafür 14 Dollar. Sie können das aber auch umgekehrt als Bull Call Spread sozusagen aufsetzen, ja, und diesen Bull Call Spread dann verkaufen. Ja, also wenn Sie den umkehren, haben Sie jetzt hier einen Bull Spread. Ja, Sie können hier auf Umkehren gehen. Sie sehen jetzt hier Bid Ask ist 13 zu 15. Ja, vorher war es ja bei minus 15 zu minus 13. Ich kehre den um und dann in dem Fall natürlich positiver Midpoint von 14 Cent. Und wenn Sie diesen Bull Call Spread verkaufen, ja, dann haben Sie auch sozusagen ja hier die Strategie ist die gleiche. Im Endeffekt machen Sie nichts anderes, als wenn ich das jetzt mal hier zeige. Ja, wenn Sie den jetzt kaufen würden, ja, dann sehen Sie, kaufen Sie den Call und verkaufen den höheren Call. Wenn Sie es als Verkauf Order übermitteln, Sie können das jetzt mal hier hinzufügen, hier oben. Dann haben Sie hier oben den Bull Call Spread, gehen jetzt hier auf Verkauf und sagen Margin Profil prüfen zum Beispiel. Sehen Sie, dass das ein Credit Spread ist, dass Sie also Geld bekommen. Hier können Sie auch noch ein Performance Profil anhaken, dann sehen Sie hier das P&L Szenario von diesem Bull Call Spread und dann können Sie sich hier noch das Datum auswählen, dann können Sie sagen, okay, wie sieht das denn für die nächsten 2 Wochen aus oder für nächste Woche beispielsweise. Das jetzt nochmal zur Order-Eingabe, da müssen Sie darauf achten, steht hier ein Minus vor oder steht hier ein positives Zeichen davor. Einmal, wenn Sie was Negatives kaufen, ist das das gleiche, als ob Sie was Positives verkaufen. Gut. Ja, 19 Uhr ist durch. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese natürlich gerne noch im Anschluss per E-Mail übersenden, sozusagen an christian.weiß@captrader.com. Ich schreibe hier meine E-Mail-Adresse noch mal kurz rein. Ansonsten, wir haben das Webinar jetzt auch aufgezeichnet, wenn Sie sich das noch mal anschauen möchten. Da steht also in den nächsten Tagen dann auch auf unserer Homepage zur Verfügung. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken und ja, wünsche Ihnen noch viel Erfolg an der Börse, einen schönen Feierabend, schönen Abend und machen Sie es gut. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis bald. Tschüss.